Jeder von uns hat diesen einen Freund, wenn er aufs Klo geht, dass er einfach so 40 Minuten verschwunden ist. Und ich habe mich schon immer gefragt, was machen die so lange auf dem Klo? Was dauert da so lange? Bin auf dem Klo, was ist? Was machst du so lange? Was soll ich wohl machen? Ich zocke Matchmasters. Matchmasters? Matchmasters ist ein schnelles und spaßiges Spiel mit über 10 Millionen Mitgliedern, das du in deinen normalen Alltag integrieren kannst. Egal ob im Gym, beim Wäschewaschen oder in der Sauna. Und für alle Ehrgeizigen unter euch, ihr könnt euch in der Rangliste an die Spitze spielen. Es gibt aber auch Turniere mit mega Preisen zu gewinnen und du kannst mit deinem eigenen Team gegen andere spielen. Unter anderem kann man auch coole Booster nutzen und es gibt viele verschiedene Avatare. Wirklich viele Avatare. Goddamn sind es viele Avatare. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr Matchmasters herunterladen und bekommt im Wert von 10 Euro eine Piñata kostenfrei, die voll mit Boostern, Stickern, Coins und coolen Outfits ist. Und falls ihr das nicht über den Link machen wollt, könnt ihr es ganz einfach über diesen QR-Code machen. Kuss geht raus an Matchmasters und wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung nutzt, um dieses Spiel herunterzuladen, unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal. How are you? How are you? Hast du eigentlich geplant, irgendein 300k-Special zu machen? Gar nichts? Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Ich sage euch so, wie es ist, das hier wird ein sehr, sehr besonderes Video. Lukas will einfach kein 300k-Special machen und ich habe mir überlegt, wenn er es nicht macht, dann mache ich es für ihn. So, guten Morgen Leute, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zum Nike Store. Ich habe zwar gesagt, ich komme um 10, aber das ist halt wie es ist, Randy kommt immer ein bisschen zu spät. Wir holen jetzt ein niegelnagelneues paar Air Force ab. Zwei Tage vorher habe ich mir einen Plan gemacht. Wir saßen in einem Café und wir haben uns überlegt, hey, was können wir machen? Und da bin ich auf die Idee gekommen, weil mir Lukas gesagt hat, hey, ich möchte eh neue Air Force haben. Da habe ich mir gedacht, könnte man ihm auch so schenken. Es werden keine normalen Air Force, Leute. Und wir sind auf eine super Idee gekommen. Thiago ist Store Manager. Das heißt, manchmal, er kann auch nicht da sein. Ist draußen. Ich habe gesagt, ich komme um 10. Ich bin eher etwas zu spät, aber schauen wir mal, ob der jetzt trotzdem da ist. Ich bin immer zu spät. Mein Schatz, ich bin bei dir im Store. Danke dir, gell? Wir sehen uns morgen wahrscheinlich. Okay, Bro. Kuss geht raus. Danke. Bye, bye. Kuss geht raus. Wir hatten diese grobe Idee, dieses Video zu machen. Erste unterstützende Partei ist der Nike Store in Wien. Danke an Thiago. Ein paar weiße Air Force, die haben wir jetzt zumindest schon mal besorgt. Die Sache ist, es muss ja irgendwie auch besonders werden, es muss ja auch irgendwie cool aussehen. Und da hatten wir die spezielle Idee, besser gesagt Alan. Er hat die Idee gehabt, hey, ich habe da eine Freundin, die macht das hauptberuflich. Und was macht sie hauptberuflich? Wir holen jetzt eine Freundin ab, Charlie. Sie bemalt Schuhe, designt Schuhe, macht einfach geile Motive auf Schuhe. Ja, custom-made Schuhe macht sie so gesagt. Ja. Und wie talentiert sie ist, werdet ihr am Ende des Videos sehen, Leute. Alles super. Wie geht denn das? Charlie, wie geht's uns? Mir geht's gut, danke. Sind wir ready heute? Ich bin ready. Es ging dann auch ziemlich schnell. Wir haben sie abgeholt und sind direkt hierher gefahren zu mir nach Hause und haben angefangen, an diesem Schuh zu arbeiten, Leute. Sie hat Pinsel ausgepackt. Also Charlie, wirklich dickes Bussi, geht raus. Sie hat 400 verschiedene Pinsel gehabt, 800 verschiedene Farben gefühlt. Okay, ich habe meine Idee. Wenn ich zu viel mache, dann wird es halt hässlich. Ich habe so meine Vorstellung, aber du kennst ihn, du weißt, was ihm gefallen würde. Wir haben dann auch wirklich erstmal 45 Minuten durchbesprochen, geplant und Ideen zusammengesammelt, weil wir hatten schließlich nur zwei Tage, um diesen ganzen Schuh so zu planen, dass Lukas diesen Schuh, falls er möchte, auch wirklich tragen kann. Und wir sind dann wirklich gemeinsam auf eine sehr, sehr coole Idee gekommen. Das ist es. Hier wird ein Pizzaslice kommen. Hier Lukas sein Gesicht. Bei dem einen Schuh wird hier eine 300k reinkommen, bei dem anderen Schuh so ein YouTube-Zeichen und dann werden wir uns noch überlegen, was wir noch einfärben. Und dann haben wir eigentlich auch, würde ich sagen, ein sehr, sehr cooles 300k-Special. Jetzt kommt der schwerste Teil. Bereite den Schuh vor und dann esse ich. I woke up this morning, got me feeling brand new, like I know what to do, got me feeling the stars in. Hast du einen guten Schuh gekriegt? Echt? Ja, sind keine Rückstände irgendwie. Der Nike Store Wien hat uns diesen Schuh geschenkt. Ein sehr, sehr dickes Danke geht raus an den Nike Store Wien und an Thiago. Also ist Charlie dein echter Name? Charlotte eigentlich. Also normal alle sagen Charlotte. In Frankreich nennen mich alle Rondi. Rondi? Klingt auch nicht schlecht, hä? Oh, du bist Alain. Aber sieht gut aus bis jetzt, ehrlich. Lieb sehr.
Ich als wirklich künstlerisch unbegabter Mensch konnte mir nicht vorstellen, was da am Ende rauskommt. Also wie ihr merkt, wir sind auf jeden Fall unterstützendes Personal für Charlie. YouTube-Button sieht sehr, sehr geil aus. Wenn ich den gemacht hätte, man hätte gedacht, das ist mein Netflix oder so. Wenn man so einen Schulen Auftrag gibt, denkt man immer, ja, okay, sie malt da ein bisschen rum und dann war's das. Nur die Reinigung, die ganzen Sachen schon mal vormalen, damit man sie jetzt ausmalen kann, hat schon über 2 Stunden gedauert. Yes. Das wichtigste Detail an dem ganzen Schuh für mich ist der Biss in der Pizza. Das ist das Coolste überhaupt. So, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, die erste Farbe kommt drauf. Ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Ich werde euch das fertige Produkt erst zeigen, damit es auch eine kleine Überraschung ist für euch, wenn wir den Schuh an Lukas übergeben. Und für alle, die jetzt so dachten, okay, die sind schon fast durch. Wir waren da, keine Ahnung, ich glaube 2 Stunden schon drin und haben wirklich gerade mal diesen Schuh gereinigt und ein bisschen Skizzen auf den Schuh gemalt. Es ist wirklich sehr, sehr langwierig. Und ich sage euch ehrlich, ich konnte nicht mehr machen, als neben Charlie sitzen und sie ein bisschen zu unterhalten und in mein Handy zu gaffen, damit ich sie auch nicht zu viel ablenke. Ich wollte sie unterhalten, aber auch nicht zu viel unterhalten. Ihr wisst, was ich meine. So, Charlie. Charlie ist fleißig am Arbeiten. Jetzt werde ich mich darum kümmern, dass was Kleines zu essen auf den Tisch kommt. Jetzt zeige ich euch das Restaurant, wo ich wirklich in der Woche manchmal 3-mal Essen bestelle. Halli, hallo. Komm, mach ein Foto für uns. Soll ich Foto machen von euch? Gut, danke. Wie geht's dir? Sehr schön, mir geht's super. 2-mal diesen gebratenen Reis. Excellent. Einmal scharf, einmal nicht scharf. Gebratene Nudeln, auch mit Hühnchen. Ja. Nicht scharf. Und dann einfach so Lachs-Nigiris, so 8 oder 10 Stück. Absoluter Favorite-Laden in Wien. Einfach, ihr kennt es, ihr habt so einen Laden, wo ihr immer bestellt. Und die sind immer zuverlässig. Ich rufe einfach an, ich sage, hey, ich hätte gern so, so. Man kann auch so ein bisschen extra Wünsche immer äußern. So schnell? Ja. Ihr seid so schnell, gell? Ja, immer. Wie viel? 1 reicht, 2 Stück. Zwei Stück. Für Dankeschön. Deine Frau. Dankeschön. Bitte gerne. Danke, danke, danke. Wir sehen uns die Tage. Bye, bye, dankeschön. Pause angesagt, ja? Ja. Endlich. Der Bunker. Aber auf jeden Fall haben wir dann eine kurze Essenspause gemacht, das Essen genossen und dann ging es auch direkt wieder weiter. Einfach Lukas sein komisches Gesicht auf dem Schuh. Es ist schon wirklich, schon ja, lustig. Ja, ja, könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob Lukas und Randy mal Merch rausbringen sollten. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Ich weiß, dass keiner hätte gerne Merch, wo Lukas sein Gesicht drauf ist. Aber mein Gesicht. 6,5 Stunden später. Charlie immer noch da, am Malen, fleißig. Am Malen. Ja. Am Zeichnen, wie nennt man das? Ist Malen eine Beleidigung? Naja, personalisieren, customizen. Und was machst Lass du beruflich? Ich male. Ich sag so, ich werde auch was an diesem Schuh machen, aber der Schuh wird dann von der 10 direkt eine 7, wenn ich einmal den Pinsel in der Hand nehme. Anstrengend, ja? Ja. Eieieiei. Das sieht geil aus, Alter. Ich sag's dir ehrlich. Wow, wow, wow. Schau, schau, wir haben hier auch einen treuen Zuschauer. How are you? Kaka. Schau's auch mal her, oder nicht? 8-9 Stunden malst du die feinsten Pinselstriche auf einem Schuh. Irgendwann lässt die Konzentration nach. Und dann haben wir am Ende uns darauf geeinigt, dass wir links und rechts hinten einmal Lukas und einmal die 300k von oben nach unten hinschreiben. Und Charlie hat dann fast einen kleinen Fehler gemacht, weil sie schreibt den Namen Lukas ohne K. Also Freunde, stell dir vor, das wäre ein Tattoo gewesen. Spaß. Fast wäre Luas draus geworden. Tut mir leid, Luas. Ab jetzt heißt du Luas. Das ist Luas. Jetzt hat sie ein bisschen, also eine kurze Vorarbeit gemacht. Jetzt mache ich den wirklich wichtigen Teil. Komm her. Du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz. So. Mit dem Pinsel einfach überall drüber malen. Nimmst du den Pinsel? Ja. Ist da rein? Ja. Der ist safe trocken. Der oh mein Gott. Wir müssen auch in diese Ecken rein. Okay, richtig. Wie lange saßen wir jetzt hier? So 11 Stunden? 10 Stunden? Ja. Same. Also um 12 haben wir aufgebaut und 12. 1, sowas glaube ich, habe ich angefangen. Richtig. Ja. Wir sehen uns morgen in der Früh und dann werden wir die Übergabe filmen. Bis jetzt könnt ihr gerne ein Like, einen Kommentar da lassen. Charlies Instagram ist unten verlinkt. Charlie ist mal kurz auf dem Klo, eine private Nachricht unter uns an meine Community. Wir jetzt unter 4 Augen. Diese Dame hat hier heute wirklich 11 Stunden gearbeitet. Geht auf ihr Instagram, folgt einfach alle rein, tut mir den Gefallen, kommentiert alles voll, schreibt unter alles, markiert mich einfach. Ich like alles überall, wo ihr mich markiert. Ich danke jedem, der da einen Kommentar lässt. Kuss geht raus.
6.29 Uhr, Leute. Aber Wetter ist schön. Ich wünsche euch allen einen schönen Freitag. Wir sehen uns gleich bei Lukas. Dann übergebe ich die Schuhe. Ich bin sehr hyped. Ich frage mich echt, was er zu dem Schuh sagt. Wir machen ja kein 300k-Special, gell? Machen wir nicht. Weil wir sind zu prominent. Ich habe nie ein Special gemacht. Ich mache eins. Gestern 10 Stunden Arbeit. Nicht meine Arbeit, aber ich habe alles organisiert. Bitteschön. Schau es dir an. Schuhe, oder? Ja, schau einfach mal an. Oh, das ist schon mal schön. Ein Air Force One Karton. Sind auch Air Force One drin? Weiß ich nicht. Schau rein. Wow. Ah. Oha. Der hat noch nicht den Schuh gesehen, ja, in dem Moment. 300k Wäsche für mich, oder was? Ja, 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 ich mach das jetzt für dich. Was? Geil, oder? Boah. Sehr ehrlich. Was? Das ist über nice geworden. Ich habe nicht gewusst, dass der Schuh so schön ist. Alter. Schau mal das an. Ein wunderschöner Air Force One Weiß. Ja, der. Der sieht so geil aus. YouTube-Button, Lukas. Alter, hast du das grün bekommen, oder? Ich war das nicht. Ich sag so, wie es ist. Ich bin überleben gesehen. Ich hab damit nichts zu tun. Come over. Kuss geht raus. Boah, herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Herz. Geil, Alter. Boah. Was soll das sein? So, das ist eine Pizza, Bruder. Hast du die Pizza nicht erkannt? Oh mein Gott! Hat der diese Pizza nicht erkannt? Hast du es erkannt? Aber? Ja, das kann man nicht erkennen. Hey. Welche Salami sieht so aus, sieht wie aus wie Luftballons? Oh mein Gott! Hier, wenn du den aufmachst. Schau, weil die ist angebissen, das nicht. Sonst ist es der gleiche Schuh. Aber die ist angebissen, die nicht. Das ist ja! Boah, geil. Also ich habe versucht, wichtig war die Aufgabe, war, dass du den Schuh vielleicht sogar tragen kannst. Also, weil du kannst ihn tragen. Es wird nicht abgehen, nichts. Du kannst ihn wieder abputzen, alles. Wäre voll schade drum, ihn zu tragen. Und wie ihr alle jetzt persönlich feststellen konntet, haben wir versucht, in dem Schuh alles zu integrieren. Das heißt, die Lieblingsfarbe, einmal das Gesicht, dann das Pizzaslice, einmal angebissen, einmal nicht angebissen. Eine leichte Asymmetrie, finde ich ganz geil und ein cooles Detail. Und natürlich den YouTube-Punkt. Wir haben einmal die Lukas. Wir haben einmal Lukas hier stehen und die 300k. Das gilt so gesagt als Trophäe. Falls euch dieses Video gefallen hat, danke fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Kuss geht raus an Matchmasters. Und wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung nutzt, um dieses Spiel herunterzuladen, unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Zu late. Ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Ein Riesendanke geht raus an Charlie, ein Riesendanke geht an Thiago raus und an den Nike Store und natürlich auch an Alan. Kuss geht raus. Peace.